Wir sind endlich angekommen im Selu. Wir haben eine Reise hinter uns, die echt beeindruckend ist. Wir haben endlich diese Stempel bekommen, die wir noch gebraucht haben. Die Drehgenehmigung, alles ist durch. In letzter Minute sind wir mit den Stempeln hier zum Flughafen, haben den Stempel noch am Flughafen abgeholt. War mega lustig, wir haben alles noch geschafft, sind dann mit einem Mini-Flieger losgedüst. Da war einem schon ein bisschen mulmig, aber die Aussicht hat dann alles wieder rausgeholt. Man konnte richtig schön sehen, wo Selu anfängt. Und das war jetzt so ein richtiger Unterschied, weil wir von Dar es Salaam kommen direkt, aus wirklich einer Stadt, die zugebaut wird momentan und so. Da passiert so viel, das breitet sich alles aus und dann fliegt man eine Stunde und plötzlich merkt man richtig diesen Cut. Und dann hat Johannes auch schon gesagt, so, ja, wir sind jetzt da, wir sind jetzt über dem Selu. Und man hat das voll gesehen und plötzlich fängt es an, einfach grün zu werden. Und dann haben wir auch noch Tiere von oben gesehen, das war so cool. Und als wir dann gelandet sind, waren auch überall Tiere um das Flugzeug rum und waren total begeistert. Und hier ist es echt traumhaft schön. Oh, was habe ich gemacht? Ach, kann ich nicht da im Busch unten? Ups, jetzt macht er so die Hand so vor dem Mund, dass er mir so ups sagt. Ey, was ist so ein riesengroßes Tier? Ich hätte noch nie so was Großes gesehen. Vor allem, er steht so richtig, ja, richtig stolz da. So. Oh mein Gott, da ist eine ganz kleine. Also, jemand so einen Hals von so einem normalen Tier genommen und einfach so lange gezogen. Stimmt, Photoshop. Stimmt. So sieht es aus. Ja, stimmt, das sieht echt so aus. Da schwimmt ein Nebel. Oh ja, tatsächlich schon. Ich habe ein bisschen Angst um meine Arme, wenn ich das mache. Ist das gefährlich? Kann so ein Krokodil kommen und das schnappen? Ja, du nickst. Alles klar. Ungefähr da, wo diese Stromschnellen war, da soll ein riesengroßer Staudamm gebaut werden. Vor dem Staudamm ist dann alles überflutet. Diese ganzen Steine, die da sind und die Tiere und die Pflanzen und die ganze Natur würde einfach verschwinden unter Wasser. Diese schönen Felsenformationen, die Bäume, die da drüber sind, die ganzen Tiere, die da drin leben, das wäre alles weg. Alles wäre voller Beton und Häuser und Stromleitungen und alles. Und aus diesem Grund ist es einfach so mega wichtig, das Ganze hier zu bewahren. Und ich weise gerne nochmal auf die Petition hin, die der WWF erstellt hat. Und sie ist immer noch in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr da drauf klickt und einfach nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse angebt, dann habt ihr schon ein bisschen was dazu beigetragen, dass dieses Land hier geschützt wird. Und das ist es auf jeden Fall wert.